Dann schreiben wir den 24. Zar. 1031 nach Bosbarans Fall. Ich regeneriere einmal. Ihr dürft regenerieren. Was mögt ihr den ganzen Tag über tun? Abelmir möchte am Abend das Ritual wirken. Wir fangen oben an. Also ich würd schon während dieser Zeit, ich würde erstmal die ganzen Sachen zum Tatkampftempel hinschaffen, alles vorbereiten, und ich würde dann auch diese Nacht in den Tempel verbringen. Um als Schutzbein mich einzustimmen auf die Kraftlinie etc. Okay, du möchtest also schlafen. Genau. Dann regenerierst du auch nicht. Meditieren heißt das, wenn ich schlafen. Ja, dann regenerierst du trotzdem nicht. Okay. Ja, stimmst dich ein und die ASP gehen an, Satinav. Gut, ich fange aber nochmal oben an, und zwar bei Zulami. Du wolltest, glaube ich, mit Koriana sprechen, ne? Ja, genau, das hatten Rafim und ich vor, und wer von den anderen Zeit und Lust hat, kann gerne mitkommen. Alles klar, dann Zulamin, Rafim, noch jemand? Boltax, möchtest du mitkommen? Ja, ich denke, das würde Sinn machen an dieser Stelle. Klar, dann haben wir schon mal drei. Noch jemand? Abelmir ist beschäftigt. Ja, ich komme mit. Ich merke gerade, dass ein Bannkreis zu lange dauert. Wie du willst. Ich zwing dich nicht. Wir haben keine 16 Stunden, so. Wieso? Wir waren doch am Abend vorher. Das sind mehr als 24 Stunden. Ja, und soll ich die Nacht durchmachen? Oder? Ja, Abelmir, könntest du vielleicht mal was leisten? Hallo? Pff, nee. Schlaf oder Verderben? Wie du dann dich am nächsten Schlaf. Morgen hinstellen wirst und sagen wirst, das schaffe ich zeitlich nicht. Bonga, du hast wahrscheinlich dann schon am Abend von Abelmir den Auftrag bekommen, dass er die ganzen Paraphernalien rüberträgt. Richtig, also Ronga wird Abelmir, soweit es ihm möglich ist, assistieren, was wahrscheinlich nur darin resultiert, dass er Sachen hin und her schleppt. Ja, ist ja okay. Gut, das heißt, du bist dann bei Abelmir. Und Serpentilio kommt wieder mit rüber zur Schlangeninsel von Karajana Bintel Cobra, beziehungsweise der sterbenden Malane. Noch bevor ihr aufbrecht, noch bevor ihr geschlafen habt, kurz nachdem Ronga aufgebrochen ist mit Abelmir, könnt ihr noch sehen, wie die eingeladenen Kapitäne bei euch auftauchen. Und zwar Rate Ralsani, gemeinsam mit Wilbur Kornplötz, Viborn dem Stählernen und Trismagena vom Bord der Seeadler von Weilung, gemeinsam mit Deirdre Sani, die alleine kommt ohne ihre Offiziere, und Rafik Ibn Dahmani mit seinen Offizieren Valpo Monzanares und Mondino Yamontazzi. Ich schreibe das nicht mit. Du musst das nicht mitschreiben, aber sie tauchen auf alle Fälle auf. Und zwar am Abend geladen zu einem Tee, wie ihr vereinbart hattet. Ja, also ich habe natürlich in der Küche Bescheid gegeben, dass wir uns da nicht schämen müssen, wenn die schon alle kommen. Solamin, ich glaube, unsere Gäste sind hier. Ah, wie schön, dann werde ich sie gleich begrüßen. Ja, und das macht Solamin auch, führt sie in die Kapitänskajüte und wir nehmen alle an der langen Tafel Platz. Ja. Ist ein bisschen, also das sind tatsächlich eine ganze Menge Leute, jetzt, wenn auch die Helden dann da sind, aber es wird wohl in deinen Räumlichkeiten noch gehen. Bei Rater Al-Sanin wird es dann vielleicht etwas schwierig werden auf der Seeadler, auch wenn das Schiff etwas länger ist, aber die Kapitänskajüte ist nicht so geräumig wie deine. Ja, Rater Al-Sanin verrät sich natürlich wieder durch seine schweren Stiefel und die schweren Schritte, wenn er dann an Bord ist, gewichtig, wie er ist. Und ja, so könnt ihr dann nach und nach allesamt Platz nehmen. Und die Küche hat eben das gezaubert, was man mit den Vorräten und dem wenigen, was man aus Selem noch eingekauft hat, machen kann und möchte. Sodass, ich würfel tatsächlich mal eine Kochenprobe. Qualität dann. Möchte jemand einen Schicksalspunkt für die 19 ausgeben? Ja, ich esse das ja. Du isst das ja. Also sterben wirst du davon nicht. Es geht jetzt einfach nur darum, ob man jetzt die Kapitäne auch beeindrucken möchte nachhaltig. Ich möchte was Vernünftiges essen. Ich sterbe bald. 14, hast du es nicht gehört? Super. Dann hat die Qualität des Essens überhaupt nichts mit dem gemein, wo ihr euch gerade aufhaltet, und mögt dann auch euch tatsächlich diesen Abend, solange die Fenster geschlossen bleiben, euch vergessen lassen, dass ihr euch in Seelen befindet. Zumindest von dem Geschmack und dem Geruch, wohl aber das Gesagte wird euch wieder zurück in die Wirklichkeit holen.
Also gut, meine Tochter hat bereits mit euch gesprochen. Ich denke, wir sind alle einer Meinung und da muss es keine großen Meinungsverschiedenheiten geben, dass Selem sich nicht eignet für, nun, einen Verteidigungskrieg im Selem-Grund. Das stimmt ihr mir sicherlich zu. Ja, absolut. Ausgezeichnet. Dann bleibt also die Frage, welche der anderen Häfen uns nun zur Verfügung stehen. Miamat habt ihr noch nicht kennengelernt und Port Zornbrecht habt ihr bereits angelaufen. Port Zornbrecht ist natürlich nicht besonders groß, aber es ist vermutlich ein guter Punkt, wenn wir die Flotte abfangen wollen. Miamat wäre, denke ich, ein besserer Standort, wenn wir sie erst in den Selem-Grund einlaufen lassen möchten. Ja, ich denke auch. Sie werden eine große Streitmacht mitbringen und unabhängig von unserer Option werden sie Port Zornbrecht einen Besuch abstatten, so wie ich die Piraten einschätze. Wenn sie mit geschätzt hunderten bis zweihunderten Schiffen einfahren, dann werden sie auf alle Fälle diesen Hafen stürmen und plündern. Entweder werden wir diesen so befestigen, dass wir den Sturm abwehren können, oder aber wir lassen Port Zornbrecht untergehen. Das gibt uns natürlich noch die Möglichkeit, dass wir in Miamat relativ geschützt sind. Miamat weiter auszubauen als Ruinenstadt möge uns zwar auch gelingen, aber Port Zornbrecht wäre auf verlorenem Hafen. Wortwörtlich. Wäre eine Falle möglich? Sicherlich, was schwebt euch vor? Nun, wenn die Piraten die Stadt stürmen, hinter ihnen eine Kette hochziehen und die Stadt niederbrennen lassen mit all der Piratenmeute in ihnen. Das wäre natürlich kostspielig, aber nun, damit würden wir die Flotte empfindlich treffen, oder? Die Kette müsste relativ gewaltig sein. Ich gehe mal davon aus, dass die ersten 10 Schiffe relativ schnell feststellen werden, dass der Hafen leer wäre. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Bevölkerung vorher evakuieren werdet. Selbstverständlich. Damit müsste man natürlich auch mit gewaltigem Widerstand aus Seiten von Alan verrechnen. Vor allem das Haus derer von... Wer ist es? Zornbrecht? Eikapitän Zornbrecht. Angela Saura Zornbrecht. Naja, wir alle haben den großartigen Vorteil, dass wir nicht mehr lang genug auf Dere weilen werden, dass ihre Mörder und Häscher uns hinterher reißen mögen. Ich möchte aber auch nicht als Sanin in die Geschichte eingehen, der einen Hafen hat stürmen lassen oder aber gar einen angezündet hat. Ja, ich muss sagen, ich sehe unsere Aufgabe nicht unbedingt darin, Port Zornbrecht zu verteidigen. Sie sind gewarnt und es ist Sache Al-Anfas, ihren Hafen zu schützen. Aber es abzubrennen... Hantieren wir hier nicht an der falschen Stelle herum? Nun, wir suchen zunächst einmal einen Hafen für uns. Nun, wir sind uns alle einig, dass... Alkest ist nicht wichtig. Naja, also ich würde sagen, wir haben nur zwei vernünftige Optionen. Entweder Port Korat oder, wie er gesagt hat, in Miamat. Port Zornbrecht meint ihr. Port Korat ist 70 Meilen entfernt. Wäre ja, natürlich eine Option, die für mich am besten ist, aber die Reichweite mag uns einschränken über den Nilkra. Was könnt ihr mir über Miamat erzählen? Abgesehen von seiner Lage weiß ich wenig darüber, wie der Hafen dort aussieht oder die Gewässer. Die Ruinen von Miamat. Ungefähr 350 Einwohner. Ein silberner Blutrochen unter einer schwarz-silbernen Krone. Der Kommandant ist Fiorando Gattagordo aus Al-Anfa. Eine Garnison von ungefähr 25 Soldaten mit einem Boron-Tempel Al-Anfana Ritus. Es gibt dort eine Taverne. Halb versunkene Ruinen. Die Stadt war gewaltig groß vor langer Zeit, aber zusammen mit dem Untergang von Elem ist auch Miamat zum nie wieder aufgestiegen. Naja, also wenn ihr sagt, wir müssen uns zwischen Port Zornbrecht und Miamat entscheiden, dann halte ich Miamat für die deutlich bessere Wahl. Der Garnisonskommandant Fironando soll nach meinen Informationen wohl ein in Ungnade gefallener Zögling von Odorin Dumitoir sein. Von eurem ehemaligen oder aktuellen
Wie steht ihr zur Order in Dormitoire? Auf ihm. Naja, lasst es mich so formulieren. Er wird sich fügen. Ob er will oder nicht. Zumindest halten sie den Geist von der Landwehr hoch. Ein strenges Regime. Sie machen Jagd auf Schmuggler und auf Piraten. Aber 350 Einwohner, das ist relativ klein. Wie gesagt, müsste neu aufgebaut werden in den wenigen Monaten, die uns noch bleiben. Hafen ausgebaut für die vielen Schiffe, die dann anliegen, aber das sollten wir hinbekommen. Naja, Kapitän, ich halte den Vorschlag, Portzonenbrecht in eine Falle zu verwandeln, für mehr als sinnvoll. Ich würde es allerdings nicht abbrennen. Ich denke, wir sollten genug Pulver auftreiben können, dass die ganze Stadt in einer einzigen Implosion in sich aufgehen soll. Wenn wir uns vielleicht noch ein, zwei Illusionsmagier besorgen, dann sollten wir auch genug vom Pakt hier reinlocken können. Das klingt vernünftig. Die Stadt wird fallen. Daran werden wir alle nichts ändern. Und wenn wir sie nicht vorher da rausholen, wird die Stadt fallen mit den Bewohnern. Ich meine, ihr kennt uns, Alanfar. Naja, wir sind ein sturer Haufen. Du rechnest also nicht damit, dass sie Rückendeckung aus Alanfar bekommen? Ich vermute schon, dass das passiert. Ich vermute allerdings, dass die Plagenbringer und 200 schwer bewaffnete Schiffe an dem Hafen vorbeifahren werden und sie werden ihnen Schutt und Asche legen. Einige mögen es unmoralisch finden, aber meine Elementaristen werden nun für einen flammendes Ende von Port Zornbrecht es weise Nutzen zu wiesen und einen elementaren Meister herbeibeschwören. Herr Boltax, ihr seid selbstverständlich eingeladen, wenn ihr mögt. Oh, das würde mich schon sehr reizen. Ich nehme das Angebot gerne an, sofern die Capitania mir diese Freiheit erlaubt. Nun, solange die Bewohner nicht zu Schaden kommen. Darauf werde ich selbstverständlich achten, Sulamin. Ich verspreche es dir. Wir werden sie rechtzeitig mit den Schiffen evakuieren. Vielleicht nach Miamat hin. Macht keinen Sinn, dass sie durch den Sumpf torkeln und laufen, bis sie dann wieder an Selem oder nach Chuck stoßen. Könnte klug sein, zu warten, bis die Verstärkung eintrifft. Denn diese Schiffe vor Ort zu haben, wird auf jeden Fall in irgendeiner Weise nützlich sein. Wir konnten uns einige Unterstützung aus Al-An versichern, aber mehr ist in dieser Schlacht auf jeden Fall gut. Und wir hoffen einfach drauf, dass der Feind nicht schon Spione in Port Zornbrecht hat. Naja, wir hoffen darauf, dass der Feind nicht aus einer Armada besteht, sondern aus 200 Schiffen, wovon 100 verlauste Piraten sind, die von unseren hoffentlich fähigen Illusionisten angelockt werden. Ihr plant eine Illusion von Menschen, die im Port Zornbrechtschen Hafen stehen, oder wie kann ich das verstehen? Naja, ich dachte vielleicht an ein, zwei schöne See, schöne Handelsschiffe, die gerade ausgeladen werden. Ich verstehe. Bette Prise. Und ich kann das schlecht einschätzen, aber mir Serpentil werdet da mehr wissen, wie gut die Illusion sein wird, aber... Das kommt darauf an. Naja, also ich bin bereit, all mein Vermögen da rein zu investieren, den besten anzuheuern, den wir finden können. Ich denke tatsächlich, dass die Problematik hier das Finden sein wird. Oh, in Krangor gab es gute Illusionisten, oder Abelmir? Ich kann etwas sagen dazu. Als Magister Magnus Clar Observantia ist ja mir selbstverständlich klar, dass... eine gute Illusion nur so gut ist wie ihre Gegner. Ihr müsst wissen, dass sich Dämonen davon nicht täuschen lassen. Dämonen sind immun gegen Illusionen. Allerdings können wir selbstverständlich, und so hattet ihr es ja auch geplant, die
einfachen Tumben-Piraten, die könnten wir sicherlich andocken. Und es wäre zu überlegen, ob wir mit ihnen, mit ihren angeborenen, wie sagt man, ihren Ängsten spielen, ihren schlechten Eigenschaften, dass man diese explizit triggert. Sagt man so? Ihre Goldgier. Ihre Goldgier und ihre Aberglaube. Auch den kann man gut benutzen. Je mehr schlechte Eigenschaften man anspielt, desto besser mögen Illusionen wirken. Und die Klamservantia wird nun schwerer haben. Und der größte lebende Illusionist lebt in Alanfa, der große Theatraler, soweit ich weiß. Das sollte kein Problem sein. Okay. Oh, von dem habe ich auch schon gehört. Ihr müsst natürlich betrachten, dass die Illusion noch nicht unbedingt die angesehenste Schule ist, wenn ihr möchtet. Er ist, glaube ich, auch keiner Schule abgängig, sondern er ist ein freier Gaukler. Ja, wie gesagt, dass die Illusion nun einmal nicht die angesehenste Schule der Magie ist und der Tümpel, aus dem ihr eure Kandidatin fischen könnt, etwas, sagen wir, mager, unergiebig sein mag. Was ich sage, ist kein ernstzunehmender Magier, wird Illusionist und ihr werdet nur Deppen kriegen. Ihr wollt keinen Zirkus, ihr wollt keinen Gaukler, ihr wollt eine ganze Stadt beleben mit Illusionsmagie, oui? Ihr wollt nicht ein paar Luftschlangen in die Luft zaubern und ein paar Kinder glücklich machen, wie es ein Gaukler auf dem Jahrmarkt vermag. Naja, was ich möchte, ist, dass ihr mir den besten verdammten Illusionisten ranschafft, den ihr bekommen könnt. Woher der Mann kommt, was für Freunde der Mann hat, was für Feinde der Mann hat, ist mir vollkommen egal. Mais oui. Dann wäre Theatral die richtige Wahl. Er ist da und in der Nähe. Naja, aber mir, ich denke, das ist, wie man, ich weiß nicht, ob das geht in dem Fall, aber ihr habt das Wort auch schon mal gesagt, deswegen sage ich das jetzt auch. Das ist doch bestimmt so eine Unitatio-Geschichte, da brauchen wir doch ein paar mehr von euren Kollegen. Nun, ihr müsst nur genügend Strahlkraft zur Verfügung gestellt werden. Und dafür müssen diese Untergebenen selber nicht wirklich gut zaubern können. Naja, aber wir besorgen einfach jeden Illusionisten, die wir kriegen können. Ich meine, die können ja sonst auch nichts. Ihr wollt doch wohl nicht wahrhaftig irgendeinen an der hergelaufenen Bühnenzauberer auf eine solche Kriegsfinte ansetzen. Nun, er ist kein dahergelaufener Bühnenzauberer, sondern er spielt vor den obersten Grand Alanfas. Und dafür muss man schon etwas können. Ja, Bühnenzauberei muss man ist dafür können. Ist der eine Bekanntschaft von euch, Abelmir? Wir haben ihn tatsächlich in Punin einmal kennengelernt. Nun, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Es wäre möglich. Erinnert ihr euch, wo wir noch mit dem Elfen unterwegs waren? Es war im Zuge eurer etwas unrühmlichen Entlassung aus der Grauen Gilde. Da waren wir in so einem Haus eingeladen. War ja auch. Wenn ihr das sagt? Ja, ja. Ja, Boltax, die Sachen, wo Abelmir sich blamiert, da erinnert er sich im Nachhinein immer nicht dran. Das musst du wissen. Die sind dann auch nicht so wirklich passiert. Das stimmt so nicht. Oder dann sagt er sowas wie, Rafim, da erinnerst du dich wieder falsch. Mhm. Ich weiß nicht. Also, wir haben im Bassin gebadet, das weiß ich noch. Naja, erinnere ich mich noch. Können wir uns bitte darauf konzentrieren, an dem Problem zu arbeiten? Ich denke auch nicht, dass das gerade irgendwo hinführt. Meinetwegen hängen wir mit den aventurischen Botenreitern in ganz Aventurien, in den Tavernen, irgendwelche Steckbriefe auf, dass wir Illusionisten suchen, die dann ihr Meister Mutazzi schult und dann können wir Port Zornbrecht in einem Feuersturm versenken. Alternativ könnte ich auch an die Schule des Seienden Scheins schreiben. Ich denke, das sollte möglich sein über die aranische Botschaft. Oui, das wäre mir auch gerade eine. Die Sorgana Illusionisten sind die besseren, wenn man sich nicht auf Alan Farna verlassen mag. Naja, das ist ja das Schöne an unserer wunderschönen, weh zusammengewürfelten Allianz hier. Wir verlassen uns einfach auf alle.
Also gut, Ozornbrecht wird in einer Feuerhölle untergehen. Miamat ist unser Affen, den wir ausbauen werden. Passt euch das so, Kapitana? Ja, es scheint mir tatsächlich das Vernünftigere zu sein. Ich bin mir zwar selbst noch nicht ganz sicher, was unseren Miamat dann erwartet, aber... Nun, Port Zornbrecht wird überfallen werden, davon können wir uns sicher sein. Wir wissen nur nicht, wie diese Schlacht ausgehen wird. Sollten wir sie denn rechtschaffen führen wollen. Aber dann hätten wir auch keinen Ausweichhafen mehr. Und dann sind nur die Piraten da. Dann ist noch nicht einmal eine Dämonenarche oder etwas anderes da. Ja, und wenn man es sich auf der Karte ansieht, ist es doch recht exponiert. Korrekt. In Miamat haben wir zumindest noch das Hinterland, über die man dann noch mit einer Route nach Shiror oder nach Port Korat fliehen könnte. Die Rauschroute nach Al-Anfa sogar. Naja, meine Vermutung ist sogar, dass die Plagenbringer relativ nah an Port Zornbrecht vorbeifahren wird. Da sie sehr langsam ist, wird sie vermutlich keine weiten Umwege machen. Vermutlich. Gute Beobachtung. So, dann haben wir eine Stadt dem Feuertod überlassen und die andere wollen wir ausbauen. Müssen wir sonst noch irgendwas besprechen? Da wir uns so einig sind, dass Miamat die bessere Wahl ist, wird es vermutlich auch dem Feind klar sein, dass wir Miamat ausbauen werden. Was allerdings nicht bedeutet, dass eine Falle in Port Zornbrecht nicht funktionieren kann. Wir wollen in einigen Tagen nach Miamat aufbrechen. Möchtet ihr uns begleiten? Oder habt ihr selbst noch eigene Dinge zu erledigen? Wir werden uns Miamat als den letzten Hafen einmal besehen. Und ob wir dann dort bleiben oder ob wir noch einmal in Richtung Süden zu den Inseln fahren oder... Nun, nach Norden werden wir nicht mehr aufbrechen. Wir können für nichts mehr garantieren. Wir wissen nicht, wann die zahlreichen Piraten sich in Richtung des Seelengrundes aufmachen. Sie werden sicherlich auch nicht darauf warten, dass wir uns am Ende der namenlosen Tage verstärkt haben, sondern bereits jetzt einen Ersatz schicken. Und die Seeadler oder die Stern von Beilung mögen stark sein, aber selbst gegen 10 Piraten wird es schon schwer zu verteidigen sein. Ein unnötiges Risiko. Wir werden also uns Miamat besehen, entscheiden, wie wir vorgehen und dann Port Korat oder Al-Anfa besuchen. Solltet ihr uns oder die anderen Flottenmitglieder brauchen, wir werden selbstverständlich auch den Zorganern berichten und all den anderen, die ihr verständigt habt, die aktuell noch vor dem Selimer Sumpf im Zinterdelta liegen, dann werdet ihr uns in Miamat oder in Port Korat finden. Gut, dann treffen wir uns in Miamat. Oder also möchtet ihr gemeinsam segeln? Das wäre gewiss sicherer, wenn ihr es nicht sehr eilig habt. Nun, wir haben wie gesagt draußen im Hafen noch um die 20 Schiffe. Den werden wir uns anschließen, wie gesagt Miamat erkunden und werden nach und nach sicherlich weitere Schiffe in Miamat dazustoßen. Wir werden zumindest ihnen bekannt geben, dass dies der letzte Hafen sein wird. Gut. Gut. Weitere Dinge, die es zu besprechen gibt. Wenn dem nicht so ist, dann habt herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und das vorzügliche Mahl. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ebenso. Oui, ebenso.